Jetzt einmal ehrlich, wer hat nicht ab und zu Lust auf einen echten, richtigen, saftigen Burger? Ab sofort kann man seinen Gelüsten ohne schlechtes Gewissen freien Lauf lassen, denn die Zutaten für den Burger im Restaurant The Butcher sind nachhaltig und regional, ganz nach dem provokativen Motto «Healthy as fuck». Versteckt in der Zürcher Altstadt lockt der Burger im The Butcher. Und er steckt hinter dem gesunden Burger. Gastrounternehmer Freddy Wiesner. Der Burger ist ja ein Hype. Wir haben das Produkt Burger, haben wir jetzt 3 Monate lang entwickelt, mit verschiedenen Fleischstücken vom Rind, verschiedenen Fettanteilen. Und so hat es einen Burger gegeben, der ein gesunder Burger ist. Wir den am Morgen frisch wolfen. Der kommt nachher zu uns in die Küche und wird nachher brötelt, ist also nie tief gefahren. Wir haben relativ lange gebraucht, bis wir das richtige Fleisch hatten. Es geht darum, du musst vom Rind musst verschiedene Stückchen haben. Das ist das richtige, der richtige Fettanteil da ist. Und ja, ich glaube, wir haben lange gebröbelt und am Schluss haben wir das Richtige gefunden. In der Küche des Butchers herrscht Hochbetrieb. Jungs, rausgehen! 10-mal Pommes! Was brauchst du, um einen guten Burger zu machen? Viel Liebe, oder? Und Spaß an der ganzen Sache. Das kommt an. Das Lokal ist voll. Genau wie die Münder der burgerhungrigen Gäste. Obwohl es in Sachen Burger eigentlich nicht an Konkurrenz mangelt. Und es hat viele Restaurants, die Burger machen, ganz klar. Ich wollte einfach das auch mal anders machen, sprich das Ganze kombinieren mit Salat, mit glutenfrei, dass wir da einfach eine frische Linie reinbringen. Lange galt der Burger als nur bedingt gastronomietauglich. Innovativ umgesetzt, entlockt die Bulette im Brötchen jetzt aber sogar Branchenprofis wahre Lobeshymnen. Ja, ich finde es ein ganz tolles Konzept, vor allem trifft der absolute Trend der Zeit. Burger, Fleischrestaurant, ja, ist das, was im Moment total angesagt ist. Grundsätzlich zu den Burger kann ich sagen, dass wir seit 25 Jahren sehr erfolgreich Burger verkaufen. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn das andere jetzt auch machen. Und wenn dann die Schweizer vielleicht auch mal lernen, den Burger nicht immer well done zu nehmen, sondern halt medium rare, so wie es eigentlich gehört. Inhaber Freddy Wiesner beweist einmal mehr sein feines Näschen für Gastrotrends. Bereits mit seinen asiatischen Lokalen Nooch und Negishi hat er das eindrücklich bewiesen. Sie sind auch ein bisschen bekannt dafür, dass sie immer ein gutes Näschen haben für neue Trends. Wie machen sie das? Ja gut, ich schaffe viel. Lese viel, reise ein bisschen, schaue um, wenn ich Zeitung lese. Dann mache ich immer Quervergleich mit der Gastronomie und bleibe eigentlich nicht, ich schaue nicht, was die Gastronomie macht, sondern ich schaue ein bisschen, was Trend wird. Der nächste Trend ist bereits erkannt. Im Herbst eröffnet Freddy Wiesner ein Lokal mit gesundem mexikanischen Essen.